haben bestimmte Plätze, Orte, wo die Kunden sind, die sind teilweise remote. Wie suchst du die geeigneten Anflugplätze aus? Wenn wir mal kurz ins Operative reingehen. Ja, das ist, da gibt es auch bei uns auf der Webseite bei Air2E wirklich die Möglichkeit, auf air2e.com die Flugstrecke sich vorhinein schon zu überlegen, was ist der nächste Flugplatz. Da gibt man einfach seine Adresse wie im Google-Suchfenster ein und bekommt die nächsten Flugplätze dort angezeigt. Ich gibt es ganz viele Sportflugplätze, Regionalflugplätze und die können zum größten Teil von uns angeflogen werden und man muss nicht 2, 3 Stunden zuerst mit dem Auto zum großen Flugplatz. Hafen fahren.